Ich habe dieses Jahr eine 4 Jahre alte Kamera gekauft, die total unterbewertet ist, aber eigentlich on par ist mit Kameras wie der C70 oder der Red Komodo. Und wenn man die Specs betrachtet und auch die Performance der Kamera, dann ist das die beste Hybridkamera. Das ist die Panasonic S1H. Absolute Granate, diese Kamera. Und das erfährst du genau in diesem Video, was die Kamera kann und vielleicht auch nicht kann. Viel Spaß! Hi, grüß dich, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Paul, auf meinem Kanal dreht sich aus ums Filmmaking, Tech-Reviews, aber auch um DaVinci Resolve Tutorials. So, wenn das was ist, was dich interessiert, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und ich hoffe, du freust dich auch über das schöne Szenario, was ich hier gewählt habe. Wir haben Nebel, wir haben Sonnenaufgang, wir haben den See und wir haben jede Menge Enten. Und ja, in diesem Video sprechen wir über die Panasonic S1H. Die Kamera hat einen 6K Full-Frame-Sensor. Hat und kann intern in Open Gate, also im 3x2, also im ganzen Sensor aufnehmen, kann RAW via HDMI ausgeben und du kannst auch intern Timecode in die Kamera speisen. Sie hat krass guten Dynamikumfang, krasse Lowlight-Performance und ganz viele andere Features. Eine davon ist natürlich auch das Lowlight auf dieser Kamera. Da war ich wirklich extrem überrascht. Ich habe ja schon die Panasonic S5 II X getestet und die war schon gut. Und hier haben wir einen Dual Native ISO. Der zweite höhere ISO ist bei ISO 4000. Da wissen wir natürlich schon, dass der gut ist. Aber auch ISO 6400 hat super ausgesehen und sogar ISO 12800 sah super clean aus. Also das ist schon mal echt gut. Dann habe ich den ISO sogar noch einen Stop höher gedreht, ISO 50.000. Und bei dem war es dann in Log nicht mehr nutzbar, da war einfach zu viel Rauschen. Und dann habe ich aber quasi umgeswitcht von Log in ein normales Bildprofil. Und da war es absolut nutzbar. Also ISO 50.000, absolut krass. Also wenn man das mal braucht, dann ist es natürlich absolut gut, so eine gute Lowlight-Kamera zu haben. Und das hat mich auf jeden Fall extrem überrascht. Dann kommen wir zu Slow Motion. Die Kamera kann in Full HD in bis zu 120 Frames und bis zu 180 Frames sogar schießen. Das 120 Frames sieht super solide aus, tolle Bildqualität, Dynamikumfang ist da, sieht alles gut aus. Das 180 Frames würde ich nicht allzu oft benutzen, weil ich finde, das sieht dann einfach schon sehr stark komprimiert aus insgesamt. Die Kamera schießt auch in 4K 60 Frames, was super detailreich aussieht, super schön, aber es ist eben cropped. Es hat einen Super 35 Crop. Das macht die Kamera bei über 30 Frames in 4K. Aber das Gute ist, die Kamera macht immer Super Sampling vom 6K Sensor in jedem Mode, den wir haben. Also ob es 4K ist oder auch Full HD, wir kriegen immer intern das runterskalierte 6K Bild, was natürlich in einem sehr detaillierten Bild resultiert letztendlich. Egal ob Full HD oder 4K, wir haben ein sehr, sehr detailliertes Bild und deswegen immer, wenn ich 60 Frames Full Frame wollte, habe ich halt in Full HD aufgenommen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem 6K Bild und dem 4K Bild, habe ich da keinen großen Unterschied gesehen. Ich habe es wirklich schon oft jetzt in der 4K Timeline benutzt mit 4K Material und man hat keinen Qualitätsverlust gesehen, weil eben auch das Full HD sehr detailliert ist. Wahrscheinlich ist neben dem 4K 60 Crop der größte Nachteil für viele der Autofokus, der im Videobereich wirklich nicht zu empfehlen ist. Also der ist nicht nutzbar. Aber im Fotobereich kann ich alle beruhigen. Im Fotobereich ist der Autofokus wirklich echt gut, zuverlässig. Ich habe es selbst ausprobiert, viele Fotos damit gemacht, tolle Fotos auch. Bildqualität ist super. Und ja, also der Autofokus da hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, selbst mit dem Sigma MC11 Adapter auf EF. Am meisten überrascht hat, und das ist der Dynamikumfang der Panasonic S1H. Und ich hatte ja schon vor ein paar Monaten die S5 II X getestet, wo ich absolut überrascht war über den Dynamikumfang der Kamera. Und hier auch bei der Panasonic S1H absolut Bombe, muss ich wirklich sagen. Ich habe hier wieder meinen Über- und Unterbelichtungstest gemacht. Die Kamera auf 18% mittelgrau
ausgeleuchtet und dann die Blende immer um einen Stop geschlossen, wenn ich unterbelichten wollte, oder aufgemacht um einen Stop jeweils, bis ich dann 5 Stops über und 5 Stops unter hatte und habe es dann im Post wieder zurückgebracht. Selbst bei 4 Stops überbelichtet kann ich noch alles zurückholen, ohne dass ich irgendwelche Details verliere. Die verliere ich dann erst bei 5 Stops über. Und wenn ich unterbelichte, kann ich über 3,5 Stops unterbelichten, vielleicht sogar noch mit ein bisschen Raum für den 4. Stop, was uns insgesamt auf 7,5 oder sogar 8 Stops auf Exposure Latitude bringt, was absolut krass ist. Also das ist wirklich im selben Bereich wie die C70, mit der ich jetzt gerade drehe, oder die Red Komodo. Also wenn man das jetzt mal begleicht, was für ein Dynamikumfang das ist. Die Farben aus der Kamera sehen wirklich sehr neutral, sehr natürlich aus. Sehr schöne Farben, und wir haben in allen Modi ein einfach sehr detailliertes, sehr schönes Bild. Und wir haben ja schon in den ganzen verschiedenen Modi drüber gesprochen. Das Bild sieht einfach super aus. Ich habe damit auch einige Projekte jetzt schon geschossen, von hin zu normalen Interviews in so Kochstudio-Szenarien, aber auch Sport. Und die Kamera hat in allen Bereichen echt super performt. Und was ich super gut finde, gerade auch für Social Media, ist, wenn man denn in Open Gate intern aufnimmt, also in den 6K, dann hat man eben diesen 3x2 Sensor. Und es gibt euch eben die Höhe, die ihr braucht, wenn ihr das später mal reframen möchtet für 9x16, ne? Also Hochkommandformate dann für Instagram oder was auch immer. Also das ist wirklich extrem nützlich. Und da habe ich noch nicht mal über einen der größeren oder besten Features dieser Kamera gesprochen. Und das ist nämlich der IBIS, also interne Body-Stabilisierung. Die ist wirklich super, dafür kennt man ja Panasonic. Und da macht Handheld mit der Kamera natürlich richtig, richtig Spaß. Also, und man kann sogar Fake-Stativschüsse damit machen. Also in bestimmten Situationen, also das ist wirklich extrem gut. Und auch wenn man jetzt läuft in höheren Brennweiten, 35 oder 50, sieht es immer noch extrem nutzbar aus. Also das ist wirklich echt gut. Nun möchte ich noch mal kurz auf die Frage eingehen, die ich jetzt oft bekommen habe und die ich mir selbst auch sehr lange gestellt habe. Soll ich mir die S5 IIX kaufen oder die S1H? Beide sind einem ähnlichen Preissegment, so um die 2000, 2500 Euro. Und ich habe mich für die S1H entschieden, nämlich weil ich hier intern Timecode in die Kamera jammen kann. Und ich finde auch den größeren Body von der S1H besser. Der liegt für mich besser in der Hand, ist ein bisschen ergonomischer, und ich finde auch gut, was man hier gemacht hat mit diesem Flip-Out-Screen, weil den kann man nämlich erstmal so komplett, seht ihr das? Ja, so komplett tilten. Aber ich kann den dann auch nochmal komplett ausklappen, was halt eben bedeutet, meine Ports hier an der Seite, da stoße ich nicht dagegen, wenn hier per HDMI irgendwas angeschlossen ist. Also ein sehr ausgeklügeltes, tolles Design. Ich kann mir hier super viele Knöpfe manuell konfigurieren, was richtig, richtig toll ist. Die S5 IIX ist kleiner, für wen das ein Feature ist, und wahrscheinlich das beste Feature, was für die S5 IIX spricht, ist der Autofokus. Da ich persönlich aber immer nur manuelle Linsen nutze und manuell fokussiere, ist das eigentlich das Feature für mich nicht relevant. Also zusammengefasst, für rund 2000 Euro, was man jetzt noch für diese Kamera zahlt, ist das absolut krass. Also wirklich, deshalb denke ich, dass die Kamera die beste Hybridkamera ist, die man so bekommt. Wenn man jetzt mal die Video-Features betrachtet, die man hier hat, ist es wirklich on par mit anderen Kameras, die in einer ganz anderen Liga spielen. Was ich wirklich sensationell finde, auch als Fotokamera ist die Kamera absolut zu gebrauchen, sehr gut. Ich hatte bis jetzt immer als Hybridkamera sozusagen die Canon R6. Das ist eine sehr gute Fotokamera, aber hat im Videobereich eben nicht komplett die Ansprüche erreicht, die ich da an eine Kamera habe. Aber das ist ja bei jedem anders. Und wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen hast, dann du kennst das ganze Spiel, ab damit in die Kommentare. Und wenn du dich mehr für das ganze Thema Filmemachen interessierst, dann würde ich dir sehr gerne meinen eigenen Online-Kurs Filmemacher Pro empfehlen. Da gibt es ein kostenloses einstündiges Webinar mit meinen Top 10 Tipps für professionelle Filme. Verlinke ich dir auch einmal unten, und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Genießt die Sonne, das schöne Wetter und die Natur. Bis dahin, Leute. Ciao.